Es gibt Dinge, die dir kein Coach da draußen über Dropshipping verrät. Ich weiß zwar leider nicht, warum das der Fall ist. Wahrscheinlich haben diese Coaches einfach Angst davor, dass sie dann Kunden verlieren und dass keiner mehr Kunde wird, wenn sie zu 100% die Wahrheit kennen würden. Aber ich möchte, dass du alle diese Dinge kennst, weil, versteh mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass Dropshipping jetzt ein schlechtes Geschäftsmodell ist oder nicht mehr funktioniert. Es geht nur darum, dass du alle Informationen benötigst, wenn du das Ganze auch wirklich starten möchtest. Und der erste Punkt ist die langfristige Rentabilität. Es mag zwar so sein, dass in vielen Dropshipping-Coaches oder auch bei Instagram da draußen immer schöne Umsatz-Screenshots gezeigt werden von Leuten, die im Monat 20, 50 oder 100.000 Euro machen. Auch wenn es nicht komplett unrealistisch ist, solche Umsätze zu erzielen, das ist durchaus möglich, ist es halt nur in den wenigsten Fällen so, dass solche Leute auch wirklich langfristig diese Umsätze auch halten können. Oftmals kommen aus Dropshipping-Coachings irgendwelche One-Hit-Wonder heraus, die einmal einen Shop aufgebaut haben, einmal ein gutes Produkt gefunden haben und das vielleicht für einen Zeitraum von 3 oder 6 Monaten profitabel machen und danach nie wieder. Das heißt, ein guter Coach legt auch immer den Fokus darauf, langfristig mit dir Ergebnisse zu erzielen, und das wird in dem aktuellen Setup, was bei vielen Dropshipping-Coachings gezeigt wird, einfach nicht funktionieren. Wenn du immer noch einen Standard 0815-Shop baust, immer noch irgendwelche Standard-Schrottprodukte nimmst, wenn du nicht mal ein bisschen bessere Produkte hast, wo Leute auch wirklich eine Freude dran haben, wenn du nicht eine Marke aufbaust, zu der Leute immer wieder zurückkommen, weil sie zufrieden sind, dann wirst du langfristig das Game nicht spielen. Weil du musst überlegen, wenn du schon Geld dafür investierst, jemanden auf deinen Shop zu bringen, dann ergibt es ja gar keinen Sinn, wenn diese Person nur einmal bei dir kauft, wenn du sie einmal als Kunden gewinnst. Es ist viel besser, wenn du einen Kunden hast, der kontinuierlich in deinem Online-Shop einkauft und immer wieder Bestellungen eben aufgibt. Und das ist das Ziel, wo du hin solltest. Das heißt, es lässt sich nicht beenden von irgendwelchen Leuten, die dir zeigen, wie man schnell irgendeinen Online-Shop aufbaut. Es mag zwar möglich sein, dass man ja relativ schnell irgendwelche Ergebnisse sehen kann, natürlich keine übertriebenen, aber dass man so gute, passable Ergebnisse sehen kann. Und die Frage ist halt, wie sieht das Ganze eben langfristig aus? Und langfristig ist ja das, was dich interessiert. Weil am Ende ist so eine Marke wie eine Aktie, die kannst du später verkaufen und die hat auch einen gewissen Wert, weil du hast immer die Bestandskunden, die dich kennen und die zufrieden sind. Das heißt, leg da unbedingt Wert darauf, dass wenn du dir jemanden suchst oder es anschaust, dann vergiss niemals, dass diese Umsatz-Screenshots nur eine aktuelle Momentaufnahme sind, wie dieses Business funktioniert und keine Aufnahme, wie das vielleicht die letzten 2 oder 3 Jahre gelaufen ist. Das bringt uns auch direkt zu unserem nächsten Punkt, der Wettbewerb. Ich kenne viele Dropshipping-Starter und Anfänger, die dann nach Produkten suchen und die dann total oberflächliche Produkte nehmen, die gerade fast alle Dropshipping-Anfänger verkaufen. 2018 war es zum Beispiel so ein Back-Pain-Gerät, das können wir an der Stelle auch gerne mal einblenden, ne, was irgendwie gegen Rückenschmerzen helfen sollte. Und plötzlich haben alle Dropshipping-Anfänger mit diesem Produkt angefangen. Heutzutage ist das so ein Gerät fürs Gesicht, dass das Gesicht glatter wird. Und das Problem ist, du kannst dich damit gar nicht mehr abheben. Und deswegen brauchst du auch diese Marke, weil du musst dich in irgendeiner Form ja abheben können von allen anderen. Und jetzt ist es ja online so, dass man Produkte nicht anfassen oder ja irgendwie ausprobieren kann. Das heißt, das Einzige, was zählt, ist das Marketing. Und das nützt schon, wenn du im Marketing deutlich besser bist als alle anderen, um auch alle anderen im Markt out zu performen. Das wird dir allerdings deutlich schwerer fallen, wenn es halt noch gleichzeitig Dropshipping-Anfänger gibt, die genauso anfangen. Versteh mich nicht falsch, der Markt ist nicht übersättigt von lauter Leuten, die Dropshipping machen und bei keinem von diesen funktioniert das, das ist nicht der Fall. Aber jeder Markt hat eben halt seine Wettbewerber und da muss man eben schauen, was machen die Wettbewerber und wie kann ich den Wettbewerbern immer einen Schritt voraus sein. Du wirst in jedem Markt Wettbewerber haben und wenn du mit der Einstellung reingehst, oh nein, Wettbewerb ist was für mich was Schlechtes, dann wird das gar nicht funktionieren, weil jeder Markt hat eben seinen Wettbewerb. Ja, wenn du ein Auto kaufst, es gibt auch verschiedene Automarken und das ist auch kein Problem, weil Wettbewerb belebt das Geschäft und sorgt dafür, dass du auch wirklich Umsätze machst und das ist am Ende auch was Gutes, was bedeutet, dass mit deinem Produkt eben auch Geld verdient wird. Und das ist eben ein großes Problem, dass Leute A, Wettbewerb als Schlechtes sehen, was totaler Quatsch ist, oder B, dass sie Produkte nehmen, die jeder andere Dropshipping-Anfänger gerade auch verkauft und die deswegen super übersättigt sind, wo eben es schon super viele Werbeanzeigen gibt, die deine Zielgruppe eben schon kennen und deswegen schon wissen, dass das Produkt eben existiert. Deswegen auf die 2 Punkte auf jeden Fall achten. Am besten nimmst du Produkte, die so Hidden Champions sind, wo es ein paar Wettbewerber gibt, die du einfach ausperformen kannst, weil sie eben irgendwelche Schrott-Online-Shops bauen, die gar nicht hochwertig aussehen, die kein geiles Branding haben, ne, und die auch keine richtig gute Marke eben aufgebaut haben. Und natürlich möchte man es nicht verheimlichen, dass es im Dropshipping eben auch Schattenseiten gibt. Es gibt auch mal das Scheitern. Und oftmals wirst du von irgendwelchen Dropshipping-Coaches hören, ja, warum solltest du denn scheitern? Du hast doch mich an der Seite. Da ist doch klar, dass zu 100% alles immer funktioniert. Und du kannst dir vorstellen, so eine Aussage, die ist einfach nicht seriös und nicht glaubhaft. Weil ein Coach kann dir keine Garantie dafür geben, dass du erfolgreich wirst. Es ist ja kein Toaster, wo man garantieren kann, hey, das Bauteil
das wird halten, sondern es geht ja darum, dass man sich ein eigenes Unternehmen aufbaut. Das heißt, ein guter Coach wird dir auch immer sagen, hey, es gibt gewisse Risiken, aber die Risiken, die sind vielleicht überschaubar, weil du nur 3.000 oder 5.000 Euro investierst und jetzt nicht 250.000 Euro und deswegen nur ein sehr geringes Startkapital eben einsetzt. Und es ist auch nicht 0 oder 1. Viele sehen Erfolg binär, also entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber so ist ja die wahre Welt nicht. Denn welche Sache hast du denn gemacht und die hat auf Anhieb funktioniert? Wahrscheinlich die allerwenigsten Sachen. Die meisten Sachen funktionieren nicht auf Anhieb und das ist auch vollkommen okay. Also es gibt mal eine Lernkurve und was ist so schlimm daran, selbst wenn mal ein Produkt nicht funktioniert, einfach das nächste Produkt zu nehmen. Aber wenn dir irgendjemand sagen möchte, dass du mit seiner Strategie sofort auf Anhieb erfolgreich wirst und es gar keinen Zweifel darum gibt, würde ich auf jeden Fall misstrauisch werden. Weil es gibt immer Dinge, die nicht funktionieren und das ist auch vollkommen normal, das gehört dazu, Unternehmer zu sein. Es gehört dazu, dass Dinge mal nicht funktionieren und dass man einfach gucken muss, hey, wie kann ich diese Dinge eben verbessern und wie kann ich sie so machen, dass sie am Ende auch so funktionieren. Also es gibt immer Stellschrauben, an denen man drehen kann, um eben auch zur langfristigen Profitabilität zu kommen. Das kann ich dir versichern. Wenn es mit dem ersten Punkt nicht funktioniert, dann mit dem zweiten oder dem dritten. Wenn es mit dem ersten Shop nicht funktioniert, dann mit dem zweiten oder dem dritten. Der Punkt ist, es wird auf jeden Fall funktionieren, wenn du lang genug dranbleibst. Aber wenn dir jemand sagen möchte, hey, es klappt sofort und auf Anhieb und innerhalb von einem Monat wirst du Millionär, dann würde ich einfach sehr, sehr misstrauisch werden, weil keine Person kann dir eine Garantie für den Erfolg geben. Das kann für dich nur ein Beschleuniger sein. Ne? Also, dass du deutlich schneller zum Ziel kommst, weil du jemanden an der Seite hast, der sich alle deine Dinge, die du machst, eben anschaut und zum anderen natürlich auch immer ein Auge drauf hat und seine Strategie dir eben weitergibt, die ihn eben selbst schon erfolgreich gemacht hat. Das führt uns direkt auch zum nächsten Punkt und das sind die Kosten oder Investitionen. Viele Dropshipping-Coachings erklären dir nicht, dass du ein gewisses Startkapital für Dropshipping benötigst, dass du Geld für Werbung benötigst, dass du Geld für Domains brauchst, für Shopify brauchst, dass es kein Business ist, was mit 200, 300 Euro starten kann. Und jeder mit dem gesunden Menschenverstand weiß eigentlich, dass das nicht funktioniert, weil du hast ehrliche Ziele und du möchtest diese Ziele erreichen und diese Leute missbrauchen einfach deine Ziele, um dir falsche Dinge zu sagen, die so am Ende gar nicht stimmen, weil sie eben wollen, dass du unbedingt Kunde bei ihnen wirst mit deinen 200, 300 Euro Startkapital und das ist halt einfach nicht sinnvoll. Zu jedem seriösen Coach gehört es auch zu sagen, hey, du brauchst eine gewisse Form von Startkapital, du brauchst ein paar Rücklagen. Du kannst jetzt nicht deine letzten Ersparnisse nehmen, deine letzten 1000 Euro und versuchen auf Krampf irgendwas zu machen, weil wie jede Sache, die man auf Krampf erfolgreich machen muss, funktioniert sie meistens nicht. Wenn du etwas zu sehr willst, dann funktioniert das meistens nicht. Ne? Wenn du darauf angewiesen bist, dass es funktioniert. Es ist viel besser, wenn du in einer bequemen Situation bist und sagst, hey, guck mal, ich baue das Ganze jetzt für mich einfach entspannt auf. Ich habe mein Startkapital parat, ne? Und bin da nicht in dieser Drucksituation, dass ich jetzt seine letzten 500 oder 1000 Euro da rein investiere und am Ende funktioniert die ganze Sache vielleicht nicht. Und der letzte Punkt ist der Kundenservice. Das darf niemals vergessen werden, dass du auch E-Mails von deinen Kunden natürlich bekommen wirst, die Fragen zum Produkt haben. Die werden vielleicht auch mal die eine oder andere Bestellung zurückgeben wollen. Ne? Und dann ist es einfach unerlässlich, dass du einfach schaust, dass du einen Kunden Support hast. Das kann man wie folgt meistern. Man nutzt ein sogenanntes Ticketsystem, wo man vordefinierte Antworten hat. Es gibt meistens nur dieselben 5 oder 6 Anfragentypen im E-Commerce oder Dropshipping. Du schreibst für alle diese Anfragen eine vordefinierte Antwort und jedes Mal, wenn eine Anfrage vom Kunden reingeht, kannst du diese vordefinierte Antwort einfach nehmen, um dem Kunden die Antwort zuzusenden. Der Punkt ist nur, du wirst eben Anfragen bekommen. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Zeit dafür einplanen, ne, ungefähr eine Viertelstunde pro Tag, um diese Anfragen von den Kunden auch wirklich zu beantworten, wenn man auf einem gewissen Level ist. Wenn du jetzt natürlich im Monat 5.000 Euro verdienst, dann wirst du vielleicht im Monat 2 Anfragen bekommen, aber wenn du halt 50.000 Euro im Monat machst, dann wirst du halt auch ein paar mehr Anfragen bekommen, weil das statistisch natürlich auch immer mitwächst, ne, und die Kunden auch eben eine Form von Support erwarten. Das ist auch vollkommen okay und du kannst es mit so einem Ticketsystem eben so zeitsparend wie möglich eben auch abarbeiten. Ich hoffe, ich habe dir jetzt einen guten Einblick über die verschiedenen Probleme und Risiken gegeben, die dir kein anderer Dropshipping-Coach verrät. Wenn du dazu gerne mehr Informationen hättest, dann lass uns gerne gemeinsam einen Strategiefahrplan aufstellen für dich, vollkommen kostenlos und unverbindlich. Können wir uns das Ganze anschauen unter ecomventures.de oder du schreibst mir einfach unter jonathan.naegele auf Instagram, dann kann ich dir auch Feedback geben oder nochmal alle deine Fragen beantworten. Bis dahin, hören wir uns im nächsten Video.